Hallo meine Lieben, hier ist wieder euer eine Harry. So, heute geht es mir um was Privates, heute geht es nicht um Power Exchange, heute nee, geht es nicht um die Kraft der roten Maschinen und dieser Akkus, sondern es geht um die eigene Kraft, es geht um die eigene körperliche Ertüchtigung. Und da ja viele auf dem Kanal schreiben, sie wollen mal was Privates von mir sehen, habe ich mir gedacht, machen wir mal was Privates, ich habe mir da was bestellt. Das kennt ihr bestimmt alle von eurem Schulunterricht. Oder? Diese depperten Ringe kennt ihr doch, oder? Da wo sich keiner so recht irgendwie was damit machen hat, trauen und keine Ahnung wollen, wollte nicht, nein, ich nicht. Ich war in meiner Schulzeit ein körperlicher Legastheniker, ein sportlicher Legastheniker, das heißt, ich hätte es vielleicht könnt, aber ich hätte es nicht gewollt. Ich habe immer gesagt, bis zu meinem 50. Lebensjahr oder 49, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, knapp vor 50, sage ich jetzt einmal, habe ich gesagt, Sport ist Mord. Schau die Deppen an, die wollen ins Fitnessstudio rennen, weil sind die blöd. Ich bin immer heimgefahren am Studio vorbei, schau mal die Idioten an. War meine Meinung. Dann hat es irgendwann in meinem Kopf klack gemacht, der Bauch ist immer fetter geworden, der Rand ist immer größer, der körperliche Verfall hat angefangen zum Anfangen, Schultern sind schmäler geworden, keine Ahnung, das Ganze ist ein bisschen so nach vorgegangen. Hier hat sich ein bisschen was verzogen gehabt, meine Knochen und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, mit meinem Rücken ist ja nicht so gut gegangen, geht es teilweise auch nicht so gut. Und dann habe ich mir gedacht, komm, muss ich ein bisschen was machen. Dass nicht der ganze Scheiß ganz verfallen, und da wollte ich jetzt einfach mal teilhaben lassen, weil wir sind jetzt dann, ihr wisst ja selber, ich bin jetzt dann 6 Wochen mal. Jo, adieu, wir lassen, ja, wir machen keine Auszeit. Und ich kann ja meine Fitnessbude nicht mitnehmen, das wäre viel zu viel Aufwand. Und ich war am Samstag bei unserer Verwandtschaft und der Frank hat mir da was gezeigt und hat mir das probieren lassen. Und es hat so neigehaut, es hat so, das ist das Problem, kurz vor 50, das erste Mal in der Muckibude gewesen zum Testen und da haben wir einen Vertrag abgeschlossen und da war jemand da und der hat Dips gemacht, was sind Dips? Dips ist praktisch das hier. Ich habe mir da so eine Tippstation gebaut, das ist das, du machst so, so und dann gehst du runter und dann gehst du wieder hoch, wieder runter und wieder hoch und das hat der locker 10 Mal gemacht. Dann bin ich da hingegangen und habe mir gedacht, komm, das machst du jetzt auch. Nicht mal einmal, hey, bin ich da einmal rauf und runter gekommen, nicht mal einmal. Und das war, der Ehrgeiz war geweckt, aber das weckt bei mir den Ehrgeiz. Und ich habe mir gedacht, das möchte ich können. Das möchte ich mindestens 10 Mal können. Mittlerweile ist es so, je nach körperlicher Verfassung, wie mein Körper beieinander ist, wie ich beieinander bin, mache ich das locker 10 Mal und wenn es ganz gut ist, auch 15 und 20 Mal. Also je nachdem, wie der funktioniert, geht das locker und das, vor allem, das geht null auf den Rücken und das macht deinen ganzen Oberkörper mit der Brust, mit den Schultern, das macht Bizeps, Trizeps, du darfst alles mittrainieren und jetzt war ich am Samstag und der hat mir was gezeigt und der hat mir das machen lassen. Puh, ich zeige euch das. Das sind diese Ringe. Das sind diese Ringe. Die habe ich mir bestellt. Wo sind sie? Da sind sie, die Ringe. Die Ringe habe ich mir bestellt hier. Die kommen sauber verpackt. Ich mache jetzt nicht ein Unboxing oder irgendwas. Das sind nur diese Dinger dabei, wo man unten rummachen kann, das schwarze Zeug, dass du die besser halten kannst. Weiß nicht, ob ich das hinmachen soll. Ich lasse sie mal jetzt noch weg, weil die Ringe sind sowieso nicht allglatt. Die sind eher ein bisschen rau. Weiß ich nicht. Und hier an diesen Ringen das Gleiche zu machen wie am Dipbahn, das ist voll krass. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mit Ach und Krach bei dem 3-mal geschafft. Er hat zwar gesagt, krass, du bist echt gut drauf, weil du musst ja deine Arme zusammenhalten und musst schauen, das fängt zum Zittern an. Hey, ich habe sowas noch gar nie erlebt. Und am nächsten Tag, hey, feine Sache bei 3-mal. Ich habe das dann 3-mal gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, ich brauche die Dinger, habe Amazon geschaut, die Dinger kosten 20 Euro, da ist ein super Spanngurt dabei, die Säule sind lang, das ist stabil, okay, die Ringe, du kannst es überall aufhängen. Und dann habe ich mir gedacht, diese Dinger nehme ich mit zu meiner Auszeit und wenn ich zurückkomme, schaffe ich das 10 Mal. Und das ist jetzt der innerliche Ehrgeiz, der wieder weg ist. Ich zeige euch das jetzt einmal, ich weiß nicht, wie oft ich es schaffe, wie gut ich beieinander bin, ich habe jetzt schon 2 Tipps gemacht, das ist jetzt einmal nicht schlimm. Ich kann nichts versprechen, ich versuche mein Möglichstes und mache das jetzt einmal. Und da, das möchte ich, wenn ich heimkomme,
mindestens 10-mal schaffen. Und das, da geht es jetzt darum, du musst es zusammenhalten und dann musst du die Dips machen. Also probieren wir das mal aus. Ihr seid dabei. Das klappt schon mal. Und dann runter und hoch. Runter, hoch. Boah. Runter, hoch. Ha. Runter, hoch. Boah. Leck mich doch am Arsch. Also, einmal mehr wie das letzte Mal. Einmal mehr wie das letzte Mal. Und wenn ich vom Urlaub heimkomme, dann schaffe ich das 10-mal. Das verspreche ich. Und das Ding, du merkst es jetzt schon hier, das ist voll krass. Und wenn ich euch was vorschlagen darf, wenn ihr auch nicht so sportbegeistert seid, wie ich es mittlerweile bin, mach einfach in der Früh 10 Liegestütz, mach Mittag 10 Liegestütz und abends 10 Liegestütz. Und du trainierst deinen ganzen kompletten Oberkörper. Und wenn du dann noch anfängst, diese Liegestütz mal breit, mal schmal zu machen, ganz eng für den Trizeps, ihr werdet sehen, das ist eigentlich völlig ausreichend, auf dem Bauch völlig ausreichend und du fühlst dich viel besser. Und wenn ich das geschafft habe, 10-mal, wenn ich das schaffe, ich habe jetzt nur 3 Wochen, bis ich fahre, vielleicht schaffe ich es ja dabei schon, dann mache ich ein Video. Dann schaffe ich das mindestens 10-mal. Und ihr seid live dabei wieder, dann, wenn es soweit heißt, da kommt wieder der Harry, der sportbegeisterte Hammel, ja. Da ist er wieder. Ich hoffe, auch so ein Video gefällt euch. Schreibt es uns in die Kommentare. Lasst die Scheiße oder mach weiter. Schreibt es nein, ich nehme Rücksicht drauf. Gerne, ich kann das Video auch wieder löschen. Und dann heißt es wieder beim nächsten Mal akkurat glücklich sein. Und ihr seid dabei, wenn ihr mich abonniert habt, vielleicht die Glocke aktiviert, dann seid ihr wieder dabei. Und verpasst auch nichts, weil kommen jetzt etliche Videos wieder, kann ich euch jetzt schon versprechen. Sage ich danke fürs Zusehen, bleibt gesund. Vielleicht mache ich da ein oder andere Sport. Ich habe schon überlegt, einen Sportkanal zu machen, aber das sprengt irgendwann mal Zeit. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Servus.